wo es im dritten Satz diese Streitigkeiten, will ich fast sagen, zwischen hatte. Schiedsrichter entschied zugunsten Saarbrückens. Somit gewann Saarbrücken den dritten. Alles ein bisschen her. Wir sind jetzt hier im Pokalviertelfinale im ersten Satz zwischen Darko Jorgic und Matthias Falk. Die Erinnerung, Sie werden es wahrscheinlich wissen, Matthias Falk mit den kurzen Noppen auf der schwarzen Schlägerseite. Dann wird direkt gedreht. Vielleicht eins der Spiele, in das Darko Jorgic für ihn den 1:3 Erfolg. Also eigentlich alles offen. Den hat der Weiß, dass wenn da ein Ball ein kleines bisschen zu hoch kommt. Und das sind die Bälle, von denen ich rede. Aber die Rückhand von Darko Jorgic ist natürlich auch was, was man als sein Gegner vermeiden sollte. Und er zeigt hier spektakulär, warum. Aus dem Handgelenk raus, hinten. Herr Jorgic. Das sind seine Lieblingsbälle. Extrem schnelle, aber rotationsarme Bälle, die hier von seinen Noppen auskommen. Jetzt, sondern auf die Platte rüberspielt. Fünf Satzbälle. Matthias Falk, Jorgic probiert noch den Topspin aus der Hüfte raus. Das misst. Aber ein 1:0 Rückstand, das ist nichts, worauf sich Darko Jorgic was macht. Auch nichts, worauf Matthias Falk. Beziehungsweise von Matthias Falk. Matthias Falk hin, dass er mit den Noppen darauf agieren kann. Und das sind die Platzierungen, die Darko. Parallel in die Rückhand von Matthias Falk. Da ist dann nichts mehr zu machen. Oh, jetzt zwei Fehler im. Früh schon mit den Rückhandaufschlägen. Und früh mit Risiko. Wieder kurz. Der Aufschlag wählt die Vorhandvariante. Nee, erhöht 9:0. Dankbar für Jorgic und auch hier. Aber das ist natürlich was, wo Matthias Falk nicht dran denkt, wenn er überhaupt dran. Gespannt, wie Falk dem gegenwirkt im Laufe dieses dritten Satzes. Und das ist ein Mittel, das Darko Jorgic. Dieser Punkt zum 3:2. Wichtig für die Moral, gerade wenn Falkner mit den Noppen dran geht, dass Jorgic weiß, okay, ich kann's ja.
Jokic muss das Spiel. Von der Nummer 23 der Welt. Dankbar für Matthias Falk. Bekannt kann er natürlich auch trainiert haben. Jokic, unsauber mit der Kante, entschuldigt sich, 11:7. Da ansonsten ist das hier ein enges und spannendes Spiel. Vielleicht Tischtenniskenner, vielleicht eher. Na, gut gespielt von Matthias. Jokic mit Netz am besten Ball gerechnet. Und Jokic nutzt den Netzball. Wieder ein Fehler. Hanna. Erster Kurzfehler von oh, und da fehlt gar nicht viel. Da fehlt überhaupt nicht viel. Wichtige zwei Punkte für ihn. Jokic mit Risiko in die Vorhand an. Zwei Punkte aus seinem Aufschlag. Und den lässt man. Nutzt ihn per Aufschlag. Return-Fehler Matthias Falk. 3:1. Wie schon in der Liga bezwingt er.